Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 2. Wir sind im Führerbunker. Schön für dich. Wir können jetzt da rein, weil er hat ja gesagt, wir sollen da mal vorbeikommen. Und wir können rein. Heiliger Hitler. Mein Gott, dass ich das noch erleben darf. Ja, fick, renn einfach durch die Tür, obwohl ich sie gerade aufmache. Du bist cool. Und wer das Gegenteil behauptet, wird vergast. So, wo ist denn jetzt der Fahrstuhl nach unten? Willst du mich gerade komplett verarschen? Sollte hier nicht so. Ja, fick, du kriegst gleich einen goldenen Schuss in den Kopf. Heißt das, in Denn sind diese Hurensöhne zwar vorhanden, aber sie haben kein Lager? Ist es das, was du mir damit sagen willst? Perfekt. Wahrlich perfekt. Ich glaube, ich gehe da mal eben eine Runde mit Hitler knutschen, ne? Er ist das zum Kotzen. Na gut, dann machen wir was anderes. Was ich zwar eigentlich nicht machen wollte, aber ich mache es doch trotzdem mal, um es euch zu zeigen. Weil ich ja ein Zeigermensch bin. Haha. Und zwar gehen wir mal nach Kakmat. Sogar mal ohne Zwischenfälle. Das ist ja in die Tripperstadt. Ja, ist mir scheißegal, ob es dunkel ist. Im Dunkeln ist gut munkeln, weiß man doch. Ach, du findest hier da keinen Weg, weil irgendwo eine Tür zu ist. Ach, das tut mir aber leid. Mann. Diese Wegfindung ist grandios. Ach mal, wo war denn der beschissene Weg jetzt dahin? Kann doch nicht dein Ernst sein. Oh, ich sehe einen Scheiß. Komm, warten wir bis Tag. So. Nicht dahin. Ach, schau mal. Hundi hat den Weg gefunden. War doch Hundi, oder? Jep. Hundi weiß, wo es lang geht. Ach ja. Ach, deine Mama scheint verschlossen zu sein. Waren wir hier etwa noch überhaupt nicht? Ach, du schaffst auch nicht so viel, das weißt du, aber trotzdem gehst du mir auf den Sack. Tür. Ja, nicht mal einen Kratzer in der Tür hinterlassen. Ja, Gott sei Dank nicht. Weißt du, Boss, ich glaube, ich werde nicht wiederherkommen, wenn wir fertig sind. Das ist nicht mit meinem Zuhause. Ja, wem interessiert das denn? Bei mir aus kannst du dich irgendwo auf die Seite hinlegen und sterben, weißt du? Dann würde ich dich vielleicht sogar noch auslachen. Aber du machst es mir reichlich scheißegal. Gott sag nicht, hier war ich noch nicht, Alter. Oh Gott, hier war ich noch nicht. Das wird hier eine Freude. Es wird ja das Dritte Reich, nur ohne Hitler. Ach Gottchen. Juhu, Munitionsverschwendung. Ach, und jetzt zieht er mal wieder sein BH aus. Das ist so geil. Komm. Ach, wie schade. Jetzt hat das Scheißvieh nicht mal überlebt. Oh. Ja, toll. Super. Spannung, Spiel, Spaß und Hitler. Yay, nach ein paar Stunden super spannender Action habe ich es dann endlich geschafft, dorthin zu kommen, wo ich eigentlich hin wollte. Wow, es ist doch echt faszinierend. Reparieren oder sowas, meine Fresse, wie kriegt man in die Scheiße dann mal raus? Ja, du kannst ja sowieso nichts. Ah ne, stimmt, der war ja weiter unten. Jawohl. Ich bin ja auch ein Genie. Natürlich kann ich dahin. Siehst du doch. Was habe ich schon? Ja, okay. Super. Und weil das Spiel so toll ist, dachte ich, hey, fick dich. Du kannst natürlich nicht dahin. Ach, du bist überladen. Meinst du, das interessiert mich jetzt? Ach. Spiel. Da müsst ihr schon einen anderen suchen, der sich dafür interessiert. Tut mir leid. Mir kannst du auch irgendwie sterben und nie wieder mal funktionieren. Das wäre mir auch sowas von scheißegal. Müsste ich dieses Scheißspiel nicht mehr spielen. Naja, ohne Witz. Hier,
jetzt den ganzen Müll behalten, ist mir sowas von egal. Ach, schau mal, sind nicht mehr überladen, ist ja toll. So, jetzt zeige ich euch noch den spannenden Weg. Voll spannender kleiner Gefahren, uiuiui. So, hier waren Hitlers Eingeweide noch, die sind zum Leben erweckt und haben mich angegriffen. Unterwegs lagen ein paar Inzestkinder, auch genannt Rattenrobben. Und das härteste von allen, Hitler persönlich. Uiuiui. Und warum ist da eine Ratte auf einmal aufgetaucht? Willst du mich verarschen? Nee, die kann mich jetzt mal sowas von einer Muschi lecken. Ich hab keinen Bock. Ja, tut aber weh. Tschüss. Kannst mit dir alleine da weiter spielen. Mann, diese Einpackphase von dem Typen geht mir auch so auf den Sack. So, jetzt rennt bitte nicht wieder an der Ratte rein, das wäre ganz toll. Schnell hier hoch. Spannung, Spannung, Spannung. Und dann geht's da und da ist wieder eine Ratte aufgetaucht. Mann, ich könnte kotzen, Alter, so ein Scheißspiel. Super, es sind gleich zwei. Ist mir doch egal, ob ich da nichts Ungewöhnliches sehe, du sollst die Scheißleiter benutzen. Mann, wo kommen denn diese Wichsgeburten alle her? Es ist doch zum Kotzen. Mann, ist das ein Scheißspiel. Ja, du bist ganz toll. Danke, hätte ich doch auch noch alleine hingekriegt. So, Krampf beenden. Ja, zieh dir dein BH wieder an. Und verpissen. Jawohl, hast du fein gemacht. So, jetzt können wir aus dem Puff hier nochmal rauslaufen. Ach, und schon wieder ein Vieh, was wir übersehen haben. Da ist das nicht schade. Ja, und du triffst diese Missgeburt nicht mal. Mann, du Wichsgeburt. Ey. Kotzt mich diese Spiele an, ey. Super, da unten wartet schon die nächste Ratte. Ich steck dir gleich die Ratte in den Arsch, dann kann sie umhin laufen, wo sie ihr passt. Mann, ist das zum Kotzen. Ja, schön für dich. Krabbel in der Ecke und stirb einfach. Ja, zieh die Titten schneller an, lauf los. Oh, Junge, ist das ein Kackspiel. So, raus hier, los. Und raus aus Tripperstadt. Ja, wirst du vielleicht mal da rauslaufen? Und tschüss. Hallo, ihr Hurensöhne. Was geht bei euch? Alles Inzucht bei euch. Freut mich. Und tschüss. Ja, mutig selber. Speichern wir mal vorher ab, bevor dieses Qualitätsspiel mal wieder abscheißen zu müssen. So, jetzt müssen wir nach Gecko. Spannung, Spannung, Spannung. Oh, ein Zwischenfall. Oh nein. Fallensteller. Oh nein. Die sind aber toll. Danke, das Spiel, dass du mir die gezeigt hast. Ich glaube, wenn ich die jetzt nicht gesehen hätte, nee, ich glaube, dann hätte ich dich eindeutig deinstalliert. Weil du mir so etwas Wichtiges vorenthältst. Danke dafür. Danke, danke, danke. Aber sicherlich möchte ich den Sporenpflanzen begegnen. Das ist mein größter Wunsch. Ich möchte ein Autogramm von ihnen haben. Direkt auf meine Möse, wo drauf steht, ich liebe Sporenpflanzen. Wow, Goldgeckos, ich scheiß im Frack, ist das spannend. Uiuiuiuiui, schnell weg, sie könnten mir gefährlich werden. Oh, Getrophen ohne Schaden, nach. Ist das aber schade, uiuiui, Spielspaß und Spannung. Ja, macht ihr mal eure wunderschönen Animationen. Ich bin dann gleich mal weg. Ja, du musst natürlich auch mal deinen Senf dazugeben. Und Fick war vielleicht mal nützlich. Halleluja und tschüss. Wiedersehen. Zieh den BH an, weiter geht's. Hey, auf welch spannende Kreaturen werden wir wohl als nächstes treffen? Oh Mann, ist das spannend. Ich halte es nicht aus. Nun sag doch schon. Komm schon.
Ach, ja, aber klar doch. Nichts lieber als das. Und zum Schrottplatz möchte ich, glaube ich. Jawohl, und es ist Nacht. Nein, wie praktisch. Bis zum Hitler ausruhen. Nicht mal vorbei, du Arsch. Dankeschön. Hey, Hitler, mit dir möchte ich quatschen. Lass mich überlegen, was du tun könntest. Ich werde einen Regencheck machen bis dann. Ja, interessiert mich nicht. Nettes Zubehörteil, vielleicht später. Ich hätte eine Frage. Hast du schon mal? Ich habe ein paar Sachen. Willst du dir mal ansehen? Was machst du hier? Habe ich das Ding etwa schon bekommen? Weiß ich gar nicht. Ja, ist mir doch egal, ob du mit mir handeln willst. Och, super. Habe ich das vielleicht irgendwo weggeschmissen? Für so blöd halte ich mich ehrlich gesagt. Inventar. Was ist das? Ne, das brauchen wir noch. Das ist sowieso Müll. Ach du Scheiße, sag nicht, das habe ich immer mal weggeschmissen. Das wäre ja wunderschön. Ich kann mir, glaube ich, nichts Schöneres vorstellen. Und wir machen mal kurz testweise was. Wieso ist da die 2 weg? Ach nee, es war eine 3. Hupsala. Ja, beeil dich mal ein bisschen. Bring den mal um, ich will was testen. Dankeschön. Ja, hau mal lieber ab, ist besser. Herz dabei, aber wieso? Ach, weißt du was, ist mir sowas von scheißegal, ohne Witz. Wenn ihr mich jetzt alle dafür hasst, dass ich die scheiß Ghule hier ausrotte, das ist mir sowas von Latte. Vielleicht stört es auch gar keiner, dass ich ihn getötet habe, mein Gott. Wer wird ihn denn schon vermissen? Ich habe die Quest nicht erhalten, keine Ahnung, was weiß ich, fick dich. So, jetzt haben wir alles. Bäm. Ja, klapp du mal. Gut, scheint wirklich keinen weiter zu interessieren. Dann kann ich euch gleich noch was anderes zeigen, was ich letztens Lustiges herausgefunden habe. Vielleicht können wir sowieso mal dafür sorgen, dass die hier alle ein bisschen ausgelöscht werden. So, in den Reaktorraum, also in diesen komischen Raum da. Ja, lauf schneller, lauf immer noch schneller, lauf schon wieder schneller, noch schneller, noch schneller, los, heb ab. Klasse, so, hier sprechen wir nochmal. Da kann man nämlich was ganz was Lustiges machen. Zurück, die Scheiße, ja, laden wir herunter. Das da, das da, das da. Weitere Station auflisten. Comlink suchen, Suchvergangen, Eisenberg offline, Norad offline, Sack offline. Durchsuche Poseidon-Net. Weiter, weiter. Aktiviere Poseidon-Net-Station, Atomkraftwerk Nummer 5. Navarro, Raffinerie-Kontrollstation, Enklave, Enklave, Bunker, Forschungskontrolle, Zugriff verweigert. Das Licht brennt, aber es ist keiner zu Hause. Enklave hier. Warum funktioniert deine Videoübertragung nicht? Sie funktioniert doch, ich kann nicht sehen, da ist was kaputt. Wer zum Teufel spricht da? Hier ist Kauritz. Hört ihr mich? Ich bin das auserwählte Wesen, du solltest besser aufpassen, was du sagst. Uns geht es gut hier, wie geht's dir? Oh, kleiner Klugscheißer, was? Ja. Ich orte dich gerade. Wollen doch mal sehen, wie klug du bist, wenn dir der gesamte Sicherheitsstab auf den Fersen ist. Ich kann dir sagen, wo du dir deine Ordnung hinstecken kannst. Du ortest mich, na dann orte ich dich. Okay, zweiteres. Nur noch einen Moment und dann habe ich dich, du kleiner Scheißer. Hey, Moment mal, das kann doch nicht sein. Angeblich bist du irgendwo auf dem Festland. Stimmt, du Scheißgeil, genau da, wo du mich nicht kriegen kannst. Das kann nicht stimmen. Ich bin am Kommandopult, genau am anderen Ende der Halle. Du guckst gerade hin. Was für ein Tölpel. Ja, ich bin am Poseidon-Ölkraftwerk 12. Komm und hol mich. Nee, das war Na das. egal, wer du bist, ich habe dir jedenfalls gerade eine Sturmtruppe auf den Hals gehetzt. Und was werden die jetzt tun? Normalerweise schießen sie nur alles nieder. Sie überlassen es jemand anderem, in der Asche zu wühlen und herauszufinden, was los war. Na, die werden mich nicht kriegen. Oh, jetzt habe ich mir vor Angst in die Hosen gemacht. So, ich habe noch meine. Ich habe doch meine Waffe gestern nicht umsonst den ganzen Tag poliert. Ja klar, ich habe schon besser umgelegt. Ciao. Na, ich finde zweiteres besser. Mach's gut. Das nächste Mal werde ich wohl von dir in unserem Aktionsschlussbericht lesen. Hey, du bist gerade auf meiner Liste erschienen. So, dann haben wir ein bisschen uns mit denen gestänkert. Das ist doch auch schön. Vielleicht werden nicht alle ausgerottet, wäre noch mal was ganz was Lustiges. Habe ich gestern
oder vorgestern mit meinem bösen Sheet-Charakter zufälligerweise herausgefunden. Und ja, ich hab's irgendwie nie so wie soll ich sagen, danach gespeichert, weil irgendwie, keine Ahnung, wollte ich nicht, dass die hier sterben, aber ist mir mittlerweile scheißegal, sollen sie alle krepieren. Und wir können hier auch alle krepieren. Sind sowieso ziemlich unnötig. Außerdem freut sich dann vielleicht Bunkerstadt. So. Jetzt haben wir erstmal jeden Scheiß, jetzt gehen wir wieder zu Den. Weil es ja ein Den so lustig ist. Ach, schau an. Ach, der Typ, der war lustig, den habe ich auch mal getroffen. Der blechende Waldarbeiter. Ölkännchen. Und guck mal, hier steht ein Ölkännchen. Jawohl. So, dann machen wir das mal hier. Anwenden auf ihn. Vielen Dank, du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich schon hier feststeckte. Also, nimm das hier für deinen Aufwand. Ich muss gehen. Danke. Super, jetzt haben wir ein Ölkännchen und ein bisschen Muni. Muni, hier, ein bisschen Muni bekommen. Sind zum Glück wieder ein bisschen überladen, macht ja weiter nicht. Ist ja schon Gewohnheitssache, ich weiß immer noch nicht, was wir mit dem C anfangen sollen. Ha, naja. Was können wir denn mal wieder wegschmeißen? Ich weiß es eigentlich nicht mehr. Von mir aus können wir hier das ganze Spiel gleich wegschmeißen. Und die Plasma-Pistole brauche ich kein Mensch. Tschüss. Natürlich sind wir noch immer überlastet. Wie sollte es auch anders sein? Ja. Keine Ahnung. Komm, weißt du was? YOLO. Weg damit. Und wo ist die Knarre? Die haben wir, glaube ich, schon längst abgegeben, ne? Kann das sein? Super schlau. I'm so intelligent. Ja, ist ja praktisch. Na gut, dann. Ach, komm mal her, fick ihn. Dann ficken wir eine Runde. Wenn sie die Scheiße haben. Und die kannst du auch vorübergehend haben. Und ja, ich glaube, das war's. Kann das sein, dass der noch Munition für mich hatte? Nee, da muss ich mich gehört haben. In Ordnung. Tauschen. Wiedersehen. Mach's hübsch. Gut. Waffe wechseln. Vielen Dank. In dem Haus gibt's nichts, das habe ich schon geguckt. Und halt, warte mal. Speichern. Und diesmal 3 hier, ne? Ich weiß nicht, warum da die 2 auf einmal fehlte. Aber ich mache einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part von Fallout 2 wieder. Bis dahin.